wieder auf dem Trail. Heute starten wir unsere Reise in Down. Anbei Ben Franklin, der Erste von Aschaffenburg. Selbstverständlich ist auch Chris dabei. Und da wir heute eine Special-Episode von OG Crew and Friends haben, haben wir natürlich zwei Freunde mitgebracht. Den bekannten Andy. Allseits bekannt, allseits beliebt. Und ein Neuzuwachs, der gute Jan. Freut mich, dabei zu sein heute. Wir freuen uns auch, Jan. Und jetzt geht die Reise los. Noch ein neues Abenteuer. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, es ist wieder soweit. Die OG-Crew ist wieder da. Neues Jahr, neues Glück. Heute Etappe 11 von Down nach Manderscheid. Circa 23,4 Kilometer. Prädikat schwer diese Etappe. Das heißt, heute wird uns wieder zu Beginn alles abverlangt werden. Aber die OG-Crew scheut sich wieder nicht davor. Wir haben heute die Special-Ausgabe OG-Crew and Friends, sodass dann neben unseren ursprünglichen Kameraden, die hier am Start sind, heute freundliches Geleit bereitet wird durch Jasparo Ibenero, durch Bud Spencer, a.k.a. La Bestia Negra, das Schwarze Loch. Und natürlich sonst mit dabei unser Freund Ben Franklin, a.k.a. Benjamin Pavard de la Rosa. Und nicht zu vergessen, der Typ von Ride Review, Davidoff, Davy Jones, auch wieder am Start. Wir sehen heute eine Etappe, die auf 7 Stunden Wanderweg angesetzt ist und freuen uns auf gute Unterhaltung. So, wir sind jetzt gestartet. Die Beine tun schon weh. Nee, Quatsch. Es geht los, Leute. Es geht los. Nach mehreren Monaten nicht laufen. Wir sind das letzte Mal Anfang Herbst gewesen. Sind wir jetzt wieder auf dem Trail. Die neue Saison hat begonnen. Die Frühlingssaison. Und dieses Jahr wollen wir den Eifelsteig auch endlich beenden. Wir sind voller Tatendrang und freuen uns auf das, was noch kommt. Der erste Kilometer ist so eine Brust. Ja, es macht Spaß. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist schön, wieder im zweiten Zuhause zu sein. Auf dem Trail. Dem einzig wahren. Und was geht mein verdammter Sack an, du? Hallo, Benny. Hallo, David. Wie geht's dir? Gut, ja. Gut. Das hier ist unsere erste Flussüberquerung. Nicht wahr? So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Auf der Flusspassionsschranke. Et voilà. Et voilà. Jedes Mal, wenn wir auf dem Eifelsteig sind und der Eifelsteig sagt 20 Kilometer, 23 Kilometer. Bei 23 Kilometer kann man davon ausgehen, es sind mindestens 35 Kilometer, weil mein geliebter Eifelsteigverein. Das ist heißer Scheiß. Wir haben jetzt die ersten Kilometer abgespult und befinden uns jetzt am ersten Highlight unserer heutigen Etappe, nämlich am Gmündener Maar. Ein aktiver Vulkan, der aber noch schläft. Würde der jetzt ausbrechen, hätten wir hier ein großes Problem. Aber sieht jetzt gerade nicht danach aus. Genießen gerade hier das Ambiente, die Kulisse und haben mit Blick auf die Entfernung, auf den Horizont, da oben schon die kleine Burg bzw. den kleinen Aussichtsturm, den wir gleich begehen werden, und sind weiterhin froher Dinge, das Ding hier zu reißen.
Und wie gefällt es dir bisher? Ich freue mich, hier zu sein, wirklich. Das ist eine atemberaubende Reise, jetzt schon. Wir haben viele verschiedene Bäume gesehen und auch, ich habe viel einsammeln können auf dem Weg, was uns auf der Reise helfen wird. Der Jan ist nämlich unser Schamane in der Gruppe. Und bei dir alles gut? Ja, guter erster Eindruck. Aber jetzt geht's gleich da hoch. Mal gucken, wie es danach ist. Und Benny ist am Packen. Aber natürlich, wie immer. Aber dir gefällt's auch? Ja, die ersten Meter waren schon gut. Schön wieder in der Eifel zu sein. Die frische Luft zu schnappen. Hier am ersten Mal geprägt von den Vulkanen. Da weiß man doch schon, wo man ist, würde ich sagen. Nach einigen hunderten Metern haben wir die Spitze erreicht. So, wir sind wieder auf dem Trail. Jan hat gegessen. Chris hat gegessen, aber jetzt sind wir bereit, von diesem wunderschönen Turm loszugehen, ab in die Gefilde, entgegen der Sternwarte. Da vorne haben wir das Weinfelder Mar, das nächste Mar auf unserer Etappe. Schon an unserem dritten Mar angekommen. Ich weiß nicht, wie das verdammte Mar heißt, aber es ist ein Mar. Und das ist doch wundervoll. Wir nennen es die Marenroute. Jetzt hier in der Ortsgemeinde Schaltenmeeren angekommen und eine sehr schöne kleine beschauliche Stadt, ein Örtchen, und wir haben ca. 7 Kilometer und sind jetzt auf geraden Wege zum Planetarium, wo wir höchstwahrscheinlich eine kleine Pause einlegen werden, aber im Moment ist alles noch super locker und super gechillt. Der Berg am Anfang war ein bisschen anstrengend, aber gut, das sind wir ja hier gewöhnt. Die Füße machen noch mit. Die ersten Reibestellen laufen sich schon langsam. Was wohl eher an den alten Schuhen als an dem Weg liegt. Aber es geht munter weiter. Und wir sind noch guter Dinge, würde ich sagen. Wo sind wir jetzt gerade hier, Benni? Wir sind auf dem Weg zur Sternwarte. Die kann man dort oben schon sehen. Auch bekannt hier in der Eifel, in den etwas besiedelteren Städten natürlich nicht so viele gute Bilder machen kann oder die Sterne beobachten kann, durch die ganze Lichtverschmutzung, die leider herrscht. Ist doch hier ein wunderbarer Standort, da kann man bestimmt einige schöne Abenteuer erleben. Die Jungs, die sind schon weit voraus, die haben es eilig. Wie immer. Vor allem Chris, der kleine Jeff. Wir sind jetzt ein gutes Stück weitergekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben die Sternwarte hinter uns gelassen, oder? Was meinst du? Ja, die ist irgendwo hinten. Wir sind dran vorbeigelaufen. Ja, schade. Ich dachte, wir sehen die. Ja. Aber gut, kann man nichts machen, ne? Aber es geht immer weiter. Der Weg, der ist sehr idyllisch und sehr schön. Ich glaube, im Herbst könnte man hier wirklich eine sehr schöne Kulisse geboten bekommen. Mich deinem Urteil anschließen und sagen,
dass man hier tatsächlich gerade im Oktober, wird hier eine fantastische Kulisse sein, wenn alles im Gelb und Braun gebadet ist. Andererseits auch der Frühling, der würde hier schon ein sehr feines Ambiente bieten. Wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Wer weiß, von wem dieses Zitat ist, wer sein Ziel kennt, findet den Weg, der schreibt es bitte in die Kommentare. Jan meinte gerade, die Sonne kommt raus. Kaum hat er es gesagt, geht die Sonne wieder weg. Wir befinden uns hier wieder in einer Waldpassionsschranke. Sie wurde bereits oft in unseren Videos erwähnt. Wenn wir uns durch einen längeren Waldpfad bewegen, spricht man zu Beginn von einer Waldpassionsschranke, die wir hier so gerade beschreiten, und werden wieder weit in mystische Wälder eintauchen, meine Damen. Ab dafür! Abmarsch! Wie ihr seht, haben wir wirklich noch gutes Wetter bekommen. Wir haben etwas Sonnenschein und es ist schön warm. Wir haben vielleicht, weiß ich nicht, 12, 13 Grad, sehr angenehm beim Wandern. Super Temperatur. Wir haben jetzt unsere erste Pause. Wir haben hier gerade mal ausgepackt. Jeder hat was zu essen dabei. Haben jetzt die Hälfte vom Weg. Der Gaskocher ist am Brennen. Machen uns jetzt hier erstmal ein schönes, leckeres Käffchen und oder Tee. Die Pause kommt gerade zur rechten Zeit. Okay, geschafft, in Minuten der Zeit. Wir können gute Pause machen. So, wir starten wieder auf den Trail, sind wieder losgegangen. Es ist 14.40 Uhr und wir haben noch ca. 11,5 Kilometer vor uns. Es geht los. Das Wetter ist ein bisschen dunkler geworden, oder? Was meinst du? Ja, hat sich ein bisschen zugezogen, leider. Eben war die Sonne, hat sich von ihrer besten Seite gezeigt, aber jetzt hat sie sich wieder verabschiedet. Ja. Ja, egal, das nehmen wir trotzdem mit. Solange trocken ist, solange ist es gut. Solange ist es gut. Wir sind da mal bester Dinge. Wir gehen entlang der Pfade. Es ist wunderschön hier, aber hier diese Trampelpfade am Rand, die sind wirklich sehr, sehr schön und erinnern doch gar an die Etappe 2, wo es nach Monschau ging, gegen Ende. Also wenn einer diese Art von Weg mag, gerne Etappe 2, Ende gegen Monschau oder am Ende der Etappe 5 in Richtung Kloster Steinfeld. Da war es auch sehr ähnlich. Aber das ist eher wie beim Monschau. Also wenn ihr wollt, zieht durch. Wir sind jetzt immer weiter auf dem Trail und kommen langsam in Richtung Ende. Die Wege hier sind sehr, sehr schön. Da unten ist ein Fluss. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann.
Ein bisschen wehmütig wird man natürlich, wenn man drüber nachdenkt, dass das die letzten 4, 5 Steige sind. Das ist die Nummer 11, 15 ist der letzte. Und man hat sehr viel Zeit hier auf diesem Steig verbracht. Ja, da wird man wirklich wehmütig. Jeder Kilometer, den man jetzt noch macht, ist ein Kilometer dem Ende entgegen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn der Eifelsteig completed ist, würde es auf den Rheinsteig gehen, meine Damen und Herren. So viel sei schon mal vorab gespoilert, damit wir uns dann in neue Abenteuer stürzen können. Auf neue Abenteuer. Okay, Chris hat gerade gesagt, der erste Kilometer steht an, letzte Kilometer steht an. Oh mein Gott, ich kann es ja gar nicht glauben. Ich dachte, es sind nur noch 500 Meter. Aber es ist der letzte Kilometer. Ja, der Felsenpfad auf den Spuren unserer Vorfahren. Und ich habe mir den Fuß gebrochen. So Leute, wir sind am Auto angekommen. Es ist, wie ihr seht, etwas dunkel geworden. Wie fandest du es denn heute? Es war eine sehr, sehr schöne Etappe. Also der Hinweis, dass diese Etappe mit zu den schönsten zählt, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Wir hatten jetzt halt heute ein bisschen Pech, dass die Witterung und die Bäume, das Ambiente noch nicht so gewesen ist, wie beispielsweise im Frühling, wenn alles blüht, oder im Oktober, wenn alles gelbbraun ist. Heute war ein bisschen Tristesse. Aber von den Highlights und vom Weg her war das eine sehr, sehr schöne Etappe. Ja, ich würde sagen, die Etappe war auf jeden Fall sehr schön, relativ abwechslungsreich, viel Wald diesmal. Auch ein bisschen anstrengend, aber nicht so anstrengend wie die letzte. Aber alles in allem mal wieder eine super Etappe. Hat wieder Spaß gemacht, natürlich wieder mit den besten Leuten unterwegs. Also top. Kann ich mir empfehlen. Also Fazit, ich habe keine großen Vergleichswerte, aber... Außer die Achte. Außer die Achte war einerseits auch sehr schön, und ich muss sagen, so von der Kulisse her war das jetzt wirklich 10/10 von meiner Seite aus. Von daher Fazit, war schön, ich muss wieder machen. Also ich fand es... Ich fand den Weg super. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr angenehm. Viele verschiedene Facetten hat dieser Weg geboten und hat mich gefreut, dabei gewesen zu sein heute. Danke. Also ich fand die Etappe auch sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht, war klassische Eifelsteig-Etappe, ne, nur halt im Winter. Und ich freue mich schon auf die nächste Etappe, Etappe 12. Und wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal.